So ein Bastard. Du hättest nichts tun können, Frank. Es war nicht deine Schuld. Dein Vater und ich waren die Besten. Und wir konnten ihn nicht stoppen. Die Zeiten ändern sich, alter Mann. Er wird sterben. Irgendwann sicher. Wenn es gelingt, die Manipulation von Woods nicht ganz ist die sie verletzlich. Eine neue Eingreiftruppe-Mission ist verfügbar. Sie müssen die Mission Eliminierung erfolgreich abschließen, um den STC zu schlagen und Eingreiftruppe zu gewinnen. Wenn sie den nächsten Kampagnenlevel abschließen, ist die Eingreiftruppe-Mission nicht mehr verfügbar. Okay. Achillesschleier. Ist das jetzt die Eliminierung. Ah, okay. Eingreiftrupp 17. Nicht schlecht. Ich muss jetzt tatsächlich mal nachschauen. Haben wir jetzt auf leicht Optionen, Einstellungen, fortgeschritten Sound? Nee, hat mal. Was ist denn? Steuerung? Nee. Kampf? Nee. Gamepad? Ich bin gerade verwirrt. Normalerweise müsste das doch eigentlich irgendwo stehen hier, oder? Bildschirmauflösung, fortgeschrittene Sound. Oder geht es bloß im Hauptmenü? Nein, ich möchte das Spiel nicht beenden. Kampagne möchte ich weiter. Ja, möchte ich fortsetzen? Ja, bitte. Und ich wollte doch da eigentlich gar nicht raus. Achillesschleier. Nee, dann machen wir erst die Eingreiftruppe, weil ich möchte so viel wie möglich mitnehmen und so viel wie möglich failen. Dieser Spinner macht seine Jungs heiß, um in Russland einzufallen. So? China hat die Kontrolle verloren und uns um Hilfe gebeten. Vor 5 Minuten habe ich direkt mit der Präsidentin gesprochen. Sie hat den Befehl gegeben, wir schalten ihn aus. Saos Tod wird Menendez' Plan für einen Krieg zwischen Amerika und der STC gewaltige Steine in den Weg legen. Sao wird morgen gegen 1600 Peshawar überfliegen. Das wird ein klassischer Einsatz. Visieren Sie Saos VTOL an und dann töten Sie ihn ein. Sie erhalten ein volles Platoon als Unterstützung. Nett. Viel Glück, Commander. Das ist es. Wir müssen Sao ausschalten, bevor die STC in Moskau ihr Lager aufschlägt. Wenn Sie das versauen, ist unsere militärische Vormacht nur ein feuchter Traum. Aber immerhin, ein Traum. Sind die Feuchten nicht die schönsten? So. Schalten Sie General Sao aus. Okay. Peshawar, Pakistan. Okay. Nutzen Sie die Taktikansicht und das Truppenkommando, um General Saos Schutzteam zu durchdringen. Saos, wie toll. Finden Sie General Saos Absturz und bla. Schützen Sie das Hackermodul beim Ausschalten der VTOL-Sicherheit. Okay. Schalten Sie General Sao aus. Dann müssen wir wahrscheinlich durch das komplette Dings durcheiern, oder? Wenn wir ganz oben starten. JSOC. Habe Sichtkontakt zu feindlichen VTOLs. Nett. Beeilung! Wir haben hier nur eine Chance! Ich will an die Bazooka! Nein! Ach, das war eine Videosequenz. Schade. Franken, guter Treffer! Saos VTOL geht runter! Gut gemacht. Zur Absturzstelle vordringen und dafür sorgen, dass General Sao fällt. Verstanden. Unterwegs! Verbündete Verstärkung kommt zu Hilfe. Durch die in Pakistan geborgenen Informationen haben wir ausreichend Zeit, um alle notwendigen Objekte zu sichern. Machen wir das nach Vorschrift. Freigabe zur Eliminierung von General Sao. Brücke zur Sicherung des abgestürzten VTOL vor. Haben Sie da jetzt?
Es gibt aktualisierte Infos. Sao hat seine Notfallprotokolle aktiviert. Er hat sich im abgestürzten Vital verstanden. Die Brücke vor, um geschützt zu neutralisieren. Ignor zur Unterstützung bereit. Ein Teammitglied blutet stark. Verstärkung abgesetzt. Eagles am Boden. Feindliches Geschütz zerstört. Ziel auf feindliche Infanterie. Ich hätte ganz gerne eine EMP. Hey. Einheit ausgeschaltet. Wechsel zur Infanterie. Zum Kuckuck, ich hätte ganz gerne hier eine EMP-Granate reingeworfen. Leute, ich hätte ganz gern wirklich mal die Taktikgranate. Brücke vor zum markierten Wegpunkt. Verstärkung abgesetzt. Eagles am Boden. Brücke vor, um Infanterie zu neutralisieren. Ziel auf feindliche Infanterie. Feindliche Klo-Einheit abschießen. Abschluss bestätigt. Feindliche AGD ausgeschaltet. Hackergerät wird angegriffen. Wir müssen die Oberhand gewinnen. Feindliche AGD ausgeschaltet. Verbündete Verstärkung kommt zur Hilfe. Abschluss bestätigt. Feindliches Geschütz. Ja, ich habe noch nie meine Ahnung, wo ich da überhaupt hin soll. Wechsel zur Infanterie. Bestätigt. Frische Truppen am Boden. Abschuss bestätigt. Verstärkung abgesetzt. Eagles am Boden. Abschuss bestätigt. Ich hab noch. Ach, da. Da müssen wir. Ich wäre beim Platz. Tschüss. Verloren. Wechsel zu Infanterie. Okay. Pyro, das kannst du definitiv besser. Feindliche AGD erledigt. Ziel auf feindliche Infanterie. Brücke vor, um Infanterie zu neutralisieren. Feindliche AGD ist eliminiert. Gute Arbeit. Bestätigt. Frische Truppen am Boden. Greife feindliche Infanterie an. So. Greife feindliche Infanterie an. Jetzt aber. EMP platziert. Impuls wird geladen. Bestätigt. EMP-Ladung in Position. Eine Minute bis zum Impuls. Feinde rücken an, um den EMP zu zerstören. Erwischt. Jetzt, Leute, kommt mal. Ziele auf feindliche Infanterie. Kommt mal in Wallung hier. Also klopp, klopp. Verbündete Verstärkung kommt zu Hilfe. Erwischt. Mission erfolgreich. Ziel ist ausgeschaltet. Missionsziel erreicht. Mission erfolgreich. Na, siehste mal. Nach einigen anfänglichen Schwierigkeiten haben wir es dann doch noch hingekriegt. Heidenei. Also ich muss sagen, gefällt mir. Genau so machen wir die Scheiße. Hm. Gute Arbeit, Mason. Erledigt. Frachter zerstört, Iran von SCC-Invasion geschützt. Okay, das war Schiffbruch. Okay.
haben wir hier noch? Ach, halte mal. Okay. Achilleschleier-Jemen. Nehmen Sie Raoul Menendez gefangen. Das könnte mir gefallen. Und ich glaube, da nehmen wir auch fast die vorgeschlagene Ausrüstung. Was haben wir denn noch? Chaikom? Nee, das ist so 80er Jahre PDW im Scorpion. Ich komme irgendwie mit der nicht so ganz klar. Ich glaube, ich verlasse mich da auf gutes altes Handwerkszeug. Und gönne mir, glaube ich, die MP5, weil die hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Gold. Nice. Edel. Ich glaube, das Schnellfeuer, das tun wir mal raus. Aber der lange Lauf war ganz nützlich. Und ich glaube, Extended Max. Ich glaube, die waren nicht schlecht. Sekundärwaffe. Pistolen? Nee. Ich glaube, da nehmen wir was anderes. Sniper? Auch nicht schlecht. Aber ich glaube, da Werfer? Ne, RPG? Wollen mich die verkohlen? Hell yeah. Ich glaube, da gibt es nochmal eine Spaßfolge. Gatlings, Armbrust, Halali. Ah, 5 Herausforderungen, alte Wunden. Okay. Eine Titus. Ah, die hatten wir schon. 5 Herausforderungen in Karma, okay. Vielleicht gibt es da noch so ein bisschen was nach dem Motto, wir schalten Achievements frei. Da muss ich jetzt nochmal raun. Da muss ich jetzt raun, muss ich da. Schauen muss ich da. Achillesschleier ab. Spätere Mission. Spaß. Oh, ja, ich nehme die Spaß. Das macht Spaß. So, wir können da bloß 2 Aufsätze draufpacken. Das macht aber gar nichts. Und diese Granate, die nehme ich nicht mit, weil die mag ich persönlich nicht. Schockladung auch nicht. Öl. So, und was haben wir hier Feines? Oh, Vollmantelgeschosse. Nett. Aber ich glaube, wir nehmen lieber mal wieder den Standard mit. Ich glaube, da sind wir gar nicht so schlecht gefahren. So. Weiter. Haben Sie es geschafft? Bin drin. Verdammt gut, Kleine. Sie verstehen es nicht. Kurz vor meinem Abgang bei Tacitus habe ich einen Celerium-Wurm erstellt, der alles entschlüsseln konnte. Quantenscheiß hält mehr aus. Selbst von mir. Menendez Netzwerk. Alle Länder leiden unter dem neuen Kalten Krieg. Falle? Moment. New York? DC, das Pentagon? Shanghai, Peking, Hongkong, Menendez greift Amerika und China an. So sollen beide Supermächte gleichzeitig fallen. Die Daten haben alle das gleiche Präfix. 619. 619. Oh mein Gott. 19. Juni. Das ist morgen. 19. Juni. Freiheitstag. Die Abschaffung der Sklaverei. Hurensohn. Wo ist Briggs? Admiral, der Angriff ist am 19.06. Morgen. Wir müssen sofort in den Jemen. Nein, Sie müssen dorthin und Menendez zur Befragung internieren. Das ist eine Falle. Sie kontaktieren Farid und die jemenitische Miliz. Wir brauchen Hilfe. Admiral, das ist eine Falle. Menendez hat uns die ganze Zeit getäuscht. Wenn wir in den Jemen gehen, ist das genau, was er will. Bereiten Sie Ihr Team vor. Sie haben 2 Stunden. Schön in die Falle. Lanterna Comlink hergestellt. Verstanden, Haber. Unser Blue Force Tracker funktioniert nicht. Einstufung als Freund nicht möglich. Also egal, was passiert, wenn die Kugeln fliegen, niemals die Tarnung aufgeben. Einfach cool bleiben. Wir schaffen das gemeinsam.